wieder etwas aus dem Bereich Enkaustik. Eine Mohnblüte auf Teebeutelpapier, die wirklich jeder kann. Und ich kann euch nur empfehlen, es auszuprobieren, denn ihr werdet ein wunderschönes Ergebnis haben. Im Internet findet ihr kostenlose Vorlagen, die ihr euch runterladen könnt. Druckt euch euer Motiv aus, dann nehmt ihr euch das Teebeutelpapier, legt es drauf und zeichnet die Konturen mit einem wasserfesten Stift nach. Nachdem ihr euer Motiv aufgezeichnet habt, könnt ihr, wenn ihr wollt, hier die Kanten noch ein bisschen reißen. Ich persönlich mag das immer recht gerne, weil das nochmal so einen schönen Effekt gibt. Dann nehmt euch ein Enkaustikpapier und legt euer Blatt, das Teebeutelpapier, mit dem Motiv schön oben drauf. Für den ersten Schritt nehmt ihr Klarwachs, tragt es auf euer Eisen schön üppig auf. Und geht jetzt über das komplette Motiv drüber. So wird jetzt euer Blatt, euer Teebeutelpapier erstmal fixiert. Wo es nicht gereicht hat, einfach nochmal drüber gehen. Jetzt baut ihr euch euer Eisen in eine Malplatte um. Wenn ihr eine Malplatte habt, könnt ihr die natürlich auch benutzen. Ihr braucht einen Pinsel, nehmt am besten einen feinen, das geht besser. Jetzt tragt ihr Wachs auf das Eisen auf oder auf die Malplatte. Erstmal nur ein wenig. Nehmt euren Pinsel. Und jetzt müsst ihr verhältnismäßig zügig arbeiten. Das heißt, Farbe aufnehmen und sofort hier loslegen. Das heißt, ihr malt jetzt mit dem heißen Wachs eure Blüte auf und ihr seht, das wird relativ schnell fest, daher muss man zügig arbeiten und immer wieder Wachs holen und malen. Wenn ihr alles gut ausgemalt habt, könnt ihr die Konturen nochmal nachzeichnen, da sie ja von dem Wachs überzogen sind. Ihr könnt es noch weiter verarbeiten zu einer Karte, zu einem Bild, noch einen Text reinschreiben oder ein paar schöne Spritzer drüber geben. Und dann habt ihr ein wunderbares Kunstwerk, das ihr selber erschaffen habt und einzigartig ist. Ein Lieblingsthema von mir und ich freue mich, dass ich euch einige Sachen zeigen kann, gerade für Anfänger oder einfache Sachen, die jedermann nachvollziehen kann, so wie diese Mohnblüte. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch, über einen Kommentar freue ich mich sowieso immer und ich freue mich auch auf das nächste Video für euch. Tschüss!